Hallo, liebe Geschwister. Eine neue Woche hat begonnen und auch in dieser Woche wollen wir dem Lukas-Evangelium folgen und damit auf den Spuren Jesu unterwegs sein. Ein kurzer Rückblick auf den Freitag. Jesus speist 5000 Menschen. Er ist mitten in den Massen, er hat sie angenommen. Er wollte zwar die Einsamkeit suchen, aber nun spricht er über das Reich Gottes, heilt. Und dann dieses Ungewöhnliche, dass er die Jünger bittet, gebt ihr ihnen doch zu essen. Und er gibt den Jüngern die Weisung, teilt sie ein in Gruppen zu 50 und lasst sie lagern. Ein Stück kommen da Bilder auf vom Exodus-Geschehen, dieses Lagern gegenüber der Stiftshütte in festen Gruppen, also der Gegenwart Gottes im heiligen Zelt, der Gegenwart des Wortes sozusagen. Und nun Jesus, der umgeben ist von diesen Gruppen, die sich gelagert haben, als das lebendige Wort Gottes. Nun in unserem heutigen Text ist es ganz, ganz anders. Nun ist er in der Einsamkeit und ich lese heute aus Lukas Kapitel 9, die Verse 18 bis 21. Auch wiederum ein bekannter Text. Einmal hatte Jesus sich zurückgezogen, um allein zu beten. Nur die Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie, für wen halten mich eigentlich die Leute? Sie antworteten, manche halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia. Wieder andere meinen, einer der alten Propheten ist auferstanden. Da fragte er sie, und für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, für den Christus, den Gott gesandt hat. Aber er schärfte ihnen mit aller Strenge ein, sagt das niemanden weiter. Liebe Geschwister, das einmal trifft es nicht ganz so richtig. Aus den Massen heraus führt er nun seine Jünger ein Stück weiter. In Matthäus lesen wir, dass dieses in Caesarea Philippi passiert, also dem heutigen Banias in der Nähe der einen Jordanquelle. Er hat es auch wesentlich breiter angelegt, Lukas eigentlich sehr schmal. Aber er hat ein anderes Detail, was wir bei Matthäus nicht so finden und bei Markus, nämlich dieses Detail, dass Jesus die Stille sucht, um zu beten. Und nicht nur ein kurzes Stoßgebet, wie wir das manchmal machen, noch schnell eingeschoben, sondern ein ganz intensives sich zuwenden zu Gott, ihn fragen, auch vielleicht auch wirklich um die Fragen nach seinem Weg, nach dem, was er den Menschen geben soll, nach dem, was eigentlich jetzt entscheidend ist. Und er spürt auch, dass die Zeit sozusagen sich neigt. Er spürt, dass es schwieriger wird. Das heißt, er betete allein, nur die Jünger waren bei ihm. Über die Jünger erfahren wir in dem Falle gar nicht so viel. Vielleicht ringt er auch über die Frage, ist das, was ich tue, deutlich genug, sodass die Menschen erkennen können, wer ich bin. Denn sehr unmittelbar setzt die Frage ein, die er an die Jünger stellt, sozusagen aus dem Gebet herauskommt, was meinen eigentlich die Leute? Wer ich sei.
Und die Antworten kamen uns vertraut vor, natürlich, weil wir erst vor kurzem gehört haben, dass diese Frage auch von Herodes gestellt wurde. Wer ist dieser Mann? Und die Jünger antworten auch prompt: Nun, einige sagen, du bist Johannes der Täufer. Andere, du bist Elia. Beide werden dann sozusagen, naja, nicht ganz, also nicht ganz beide, sondern Johannes der Täufer wäre ein Auferstandener. Wie gesagt, die Auferstehung wird nicht geleugnet. Bei Elia, er wäre ein Zurückgekommener, denn wenn Sie die Geschichte des Elia kennen, dann wissen Sie, er fährt mit einem feurigen Wagen gen Himmel, so heißt es, und so haben die Juden gesagt, er ist nicht gestorben, sondern in den Himmel entrückt worden. Und von dort kommt er auch wieder. Und wiederum andere sagen: Nun, du bist einer von den alten Propheten. Was das bedeutet, das ist ganz klar. Es geht immer darum, dass er eine schon besondere Person ist, eine außergewöhnliche Person, aber noch nicht die Erkenntnis des Messias. Schon eine ganz wichtige, schon etwa, dass er sozusagen mit Gott verbunden ist. Als Johannes der Täufer, der auferstanden ist, wäre er ja nun sozusagen das mahnende Zeichen. Als Elia wäre er der, der dem Messias vorausgeht, dem Christus. Und schließlich als einer der Propheten, einer, der das Wort Gottes hört und genauso weitergibt. Einer, der zur Umkehr aufruft und der große Zeichen im Namen Gottes tut. Nun, eine Frage weiter. Das Volk also hat noch nicht begriffen. Einzelne vielleicht. Nun fragt der Jünger: Und was meint ihr? Und wieder ist es Petrus, der als Sprecher der Jünger sozusagen ganz kurz und knapp hier sagt: Du bist Christus. Eigentlich, wenn wir es genau übersetzen, du bist der Messias Gottes. Und damit ganz deutlich macht: Du bist der, auf den wir warten. Du bist der Christus. Messias, Christus, beides letztlich der Gesalbte, der von Gott Auserwählte. Du bist der Messias Gottes. Eigentlich ein Moment, wo deutlich wird, dass Jesus mit seinem Wirken ans Ziel kommt. Wenn seine Jünger nun hier bekennen: Du bist der Messias, du bist der Christus, dann bedeutet das, dass sie ihre Vorstellungen und die, die der damaligen Zeit anhafteten, dass der Messias all dies verändern wird, diese ganze Gesellschaft wieder verändern wird, dass er das Großreich Davids aufrichten wird, dass der Messias aus dem Hause David nun die Thronräuber wieder davonjagen wird. All das, was eigentlich in den Schriften nicht enthalten ist, was aber das Volk sich eigentlich wünscht, geben sie auf und entdecken in dem Wirken Jesu, in den Worten Jesu, dass er der ist, der Messias, der Christus. So einfach. Und doch zeigt nun sich hier die klare Frucht. Es wird nicht mehr gefragt hin und her, wer könnte es und könnte nicht, sondern Petrus bringt es auf den Punkt: Du bist es. Punkt. Und Jesus ermahnt sie und sagt:
eigentlich passt das jetzt nicht so. Eigentlich müsste er ja sagen, je mehr Menschen es erfahren, umso wichtiger oder besser wäre es doch. Aber wir hatten schon drüber gesprochen, sein Weg ist noch nicht zu Ende. Die Erlösungstat, die jetzt punktuell Einzelne empfangen, soll ja allen gelten. Und dazu muss er das gesamte Passionsereignis erfahren. Bis hin zum Kreuz, bis hin zum Grab, bis hin zum Ostermorgen. Das gehört dazu, bevor die Jünger tatsächlich verkünden können, er ist der Messias, er ist der Christus. Ich denke, wenn wir uns das vor Augen halten, wird es deutlich, wie sehr angefochten auch Jesus war. Und in dieser Beziehung hilft bei Anfechtung nur tatsächlich eines, nämlich das sich vertiefen ins Gebet. Dass immer wieder sich Gott zuwenden, das Bewusste ihm die Lasten vorlegen, aber eben auch das Stille werden und hören, um so wieder den richtigen Weg zu erkennen, um so Kraft zu empfangen und Zuversicht. Und dazu gehört auch, dass wir immer wieder in seinem Wort suchen, nach dem, was er uns sagen will, Tag für Tag. Mögen wir im Gebet, im Hören, im Leben ihm treu sein, sodass unser ganzes Leben bekennt, Christus, der Auferstandene, lebt und ist uns zur Seite und wir sind Kinder des Höchsten. Himmlischer Vater, wir danken dir. Du zeigst uns deine Liebe. Du gibst uns Christus. Und wir haben ihn erkannt. Schenke uns, dass wir nicht wie die Kinder mal begeistert hinlaufen und dann wieder weg, sondern dass wir bei ihm bleiben. Und dass auch unser Bekenntnis vor den Menschen klar ist, denn er als der Auferstandene schickt uns nun und sagt, sprecht von dem, was ihr erkannt habt, lebt, was ihr erkannt habt, damit euer Licht aufstrahlt und die Menschen erkennen die Größe, die Liebe Gottes. Und dass sie keine Furcht haben brauchen. Herr, wir danken dir. Lass uns treu sein. Amen. Und das wünsche ich Ihnen zu diesem Wochenbeginn, dass Sie treu sein können, dass Sie Gott zur Ehre leben und so den Menschen, die Ihnen heute begegnen, zeigen, dass sie ein Kind des Höchsten sind.